Das sieht da schon wieder ganz super aus. Die ganzen Straßenblöcke, die hatte ich ja zum Beispiel auch gar nicht alle durchgeguckt bis jetzt. Das muss ich eigentlich immer noch machen. Hab so die ersten, so die logischen und dann. Das auch Boden-Variants überhaupt nicht geguckt. So. Da fehlt glaube ich auch noch viel. So, jetzt mal geladen. Das hier sieht scheiße aus. Ja, Das ist ja auch kann man so sagen. shitfest von dem her. Ah, es geht sogar. Also ich sehe wenigstens, was ich machen muss. Oh, Bitte. ja, toller Stoff. Also. Jetzt weiß ich nicht, wo geht's denn dann zum Ziel? Na, du musst in diesen Kreisel da und dann wieder raus über die Rampe. Da braucht man ja mega viel Speed. Musst auf jeden Fall einmal in dem Kreisel da eine Runde fahren und dann mit. Achso. Darfst du sonst hier? Überleg bloß, wo man So, am Anfang da. am besten lang fährt. Ich glaube, links ist besser. Also. Na, Würde ich ich habe denken. rechts gemacht, ich bleibe jetzt einfach mal bei Ja, rechts. auch rechts hat bei mir jetzt auch gut geklappt. So. Ja, links hat bei mir auch geklappt. Also. Ja, das ist bloß dieser eine Punkt, gegen den ich immer fahre. Weiß nicht. Das Ah. wird nie nochmal jetzt so gut klappen. Ich werde ja auch den Start verpassen, bin ich mir sicher. Geht jetzt los. Ja, aber ich verpasse. Das ist Oh. immer schlecht auf so einer viel zu Ja, kurzen Map. gut, bin ich auch schon raus, toll. Das ist echt bescheuert, ey. Einfach nervig. Okay. Nein! Ich bin 8, okay, Das ist doch 6 nicht dein. Zehntel. What the fuck? Ja, gut. Ja. Ja, ich bin jetzt auch mal im Ziel, super. Also ich bin hier gar nicht Ah. mitgefahren. Ich meine, ich hätte. Ja, kann ich nicht mitfahren. Ist halt immer so. Also ich meine, jetzt eine zweite Platz hätte ich locker gehabt. Aber ja, ist scheißegal. Aber ja. Ja, keine Ahnung. Also, du lügst ja gar nicht mit WinnerPvP. Hast ja gerade die Map gewonnen. Also. Selbst wenn dann irgendjemand sagt, oh, hast du gar nicht Shitfest gewonnen, hast du die Map gewonnen, also. Ganz tolle Stadt schon wieder. Aber wundert mich auch ein bisschen, dass da niemand durchgekommen ist. War ja jetzt nicht so schwer auf der Map. Oder Ja. ja, Also haben wir was mich anderes persönlich hat es gemacht? jetzt auch überrascht, weil ich hatte wieder im Warm-up einfach viel zu wenig hinbekommen und dachte, Ja. das geht jetzt so Also ich los wie meine, bei so immer. einer Map habe ich überhaupt also eine anderthalb Sekunden hinten und damit Achter macht überhaupt keinen Sinn. Und Kann PF mir sieht jemand besser aus. sagen, was man hier bitte macht? Ist Ich das schätze mal PF? PF. Full Speed, ha? PF. Ja. Gelenkt. Ich habe da Wann hört irgendeinen man auf, Checkpoint PF bekommen. zu drücken? Also ich würde es mal fast vermuten, weil. Ja, man kriegt einen Checkpoint mit PF. Und dann respawnt man. Aber man kann so nehmen. Kann es bestimmt auch schneller nehmen, ja, aber. Ja. Das war wieder so richtig dämlich. Ich habe den letzten Bumper verfehlt. Ich bin innen vorbei. Was? Ich bin aber voll drüber und der hat mich nicht gebumpt. Oh, aber Respawn ist ja richtig scheiße. Da hast du ja null Speed. So, warum hat jetzt der PR-Start nicht geklappt? Okay. Ich muss nur Boah, den Start trainieren, den ich. Rest kann man ja eigentlich nicht verkacken. Man hat sowas von viel Speed da. Ah, ich weiß, wie man es macht, okay. Okay. Einfach links und Bremse halt. Ja. Oh, okay, also Fullspeed kann man es nicht fahren. Ja, müsste klappen. Was, jetzt habe ich einen Waterbounce bekommen auf dem Dach. Hab ich release einfach. Bloß nicht am ersten Zug gelandet. Ja, ich hab den. Okay, gut zu wissen. Ich hab Oh, den kann das. Magnet nach oben dann nicht bekommen. Da war Okay. abgeflogen, also da ein bisschen Bremsen dann. Ja, das Okay, das hat schon mal geklappt. Das ist. Nein! Oh!
Oh, jetzt bleib ich an den grünen Dingen hängen. Ja, geil. Oh, das hat so schön funktioniert. Ja, ich habe jetzt richtig viel gebremst, mega safe. Und ja, easy. Och, wäre ich nicht an dem scheiß Ding hängen geblieben. Ich wäre locker ja, Top 3. Ja, oh, war mega easy. Das war so eng dort. Ich habe halt full safe gefahren. Na, full safe ist das, was ich gemacht habe, glaube ich. Ich habe auch Release zwischen den ganzen Pulls. Oh. Hallo, Rioter. Warum denn? Ja. Ich hasse diese ESL-TPs. Ich mag es nicht, wenn ich mein eigentlich Standard-Pad lange nicht in der Hand habe. Da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass ich dann nicht ganz gerade ausfahre. Oh ja, Granadi, du bist jetzt als nächstes dran auf der nächsten Map. Okay. Kann ich dir gleich sagen, wenn ich reingeladen bin. Oh, ein Balance-Pod am Anfang. Also eigentlich wollte ich am Anfang ja tatsächlich PF machen bis zum Respawn. Ich habe mich ja, dann doch im letzten Moment dagegen entschieden und das, was ihr gesagt habt, zu versuchen. Ich hab's. Respawn war sau langsam, weil du hast halt, fährst halt dann quasi uphill. Ja, du hast mal 4 Sekunden irgendwie bei 100 km rumgetuckelt. Ja, ich bin froh, dass ich das dann hinbekommen habe. Ach du Scheiße. Ja, Balance-Pod, ja nice. Zweitens. Oder man cuttet. Ja, den kann man doch safe cutten, den zweiten Balance-Pod. Einfach links runterspringen. Dann halt nichts treffen. Das safe schneller. Weiter Balance-Pod? Jawohl, right. Also ja, es kennt Balance. Achso. Ja, würde ich auch, aber links so ist der tricky. Macht der Booster da? Das ist vielleicht einfach nur für den Respawn. Aber schon eher langsam am Ende. Aber man ist echt langsam da dann? Was? Ich würde das vielleicht mal probieren, einfach respawnen. Respawn. Man kriegt dann einen Instant Boost, aber wo jetzt? Langsam. Wenn man respawnt am letzten Checkpoint. Ich schau mal. Aber wenn du den eben einmal normal gefahren hattest, dann. Ja. Ja, also es wäre an sich schneller, aber weil du dann halt so auf die Skulptur klatschst, ist es halt langsamer. Ja. Ja, das Ding genau. Oh, ich muss so den ersten Balance-Pot schaffen. Und dann halt nichts treffen. Man muss halt ganz links landen vor dem. Am Ende da bei den ganzen Obstacles. Glaube ich auch. In der Mitte kommt man nirgendwo. Hier kann man halt mega riskieren. Ah ja. Jetzt insgesamt. Bin ja nicht mal Seite 2. Alter. Bitte nicht den Anfang verkacken. Hier ist komisch ohne Sound. War nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ja. Hat mir Fehler angezeigt, aber ich bin nicht zum Teil. Ja, oh ja, das kann man echt gut. Nicht safer fahren. Das war richtig. Scheiße. Bin ich Erster? Nein, Dritter. Aber ich hab noch mehr Speed. Weiter, okay. Ich hab's fast gemacht. Ich bin eigentlich richtig gut gelandet, aber ich habe halt am Anfang schon fast eine Sekunde verloren. Ich habe so hart gesaved. Ja, also ich meine, ich habe mega, mega gesaved. Ich habe erwartet, dass du eigentlich vor mir sein müsstest. Du weißt doch, es gibt immer einen, der mehr saved und der heißt eigentlich immer gleich. Und, ne? Ich hatte aber auch ein bisschen Unluck bei der ersten Wall mit dem Exit. Da ist mein Auto sehr schlecht gelandet, hat kaum beschleunigt. Ja, kann sein, dass ich da dann halt einfach vor dir war, weil mein Start war jetzt nicht schlecht. Ich war nur eine halbe Sekunde hinter mir erst. Ich meine, ich bin natürlich auch nicht Vollgas gefahren, die erste Wand. Das muss man auch sagen. Ja, klar. Kann man auch nicht. Oh, geil. Die sieht ja toll aus. Oh. Was ist das denn? Okay. Okay. Hä? Kommt man da durch? Das ist halt der CP. Also man muss da eher vorne abbremsen und dann halt runter droppen. Was ist denn das hier alles?
Es wirkt mir alles sehr so unerreichbar. Boah, was ist das? Ach, da muss man ja auf den Bumper runter. Ach du Scheiße. Was ist das Ende bitte? Ja, das ist halt eine Map, die ich auf jeden Fall nicht schaffe. Richtig mega geil. Mega strange hier alles. Achso, man kommt durch, okay. Das PF? Ja. Was? Aber mit Airbreak. Wo bin ich denn? Also, aber man muss Airbreaken. Okay. Airbreaken bei was? Am Anfang. Hä? Sag mal. Hä? Ich komm nicht durch den zweiten Zeppelin durch. Hab ich grad zweimal reingepackt. Ja, mich auch. Jetzt hab ich's geschafft. Jetzt hab ich's geschafft, ja. Ich glaub, hier ist ein Bumper. Ja toll, dann weiß ich doch jetzt schon, dass das in der Live-Round passiert. Okay, ich war, ich glaube, dass hier nach dem Zeppelin einfach safe. Boah, das ist ja schon ein bisschen assi hier mit dem Bumper. Es wäre okay, wenn da nicht 20.000 Poles wären. Das ist so eine der Maps, bei der glaube ich, dass Warm-Up nicht reicht. Könnte man das nicht irgendwie cutten hier? Och, da kann man doch direkt über die Wall. Sicherlich. Was? Hä? Was macht man jetzt? Muss rückwärts fahren. Über die Wall. Ah. Hab ich doch nie im Leben. Interessant, dass wir alle dann so 1000 Mal gespawnt haben, aber ungefähr gleich sind. Ich bin im Ziel, habe aber nicht gefinished. Wo kann ich denn einen Checkpoint vergessen haben? Den Ring-Checkpoint vielleicht? Bis bei 6 von 7. Jetzt hier. Aber welcher Ring-Checkpoint? Also ich habe auch einen vergessen. Am Start? Welcher am Start? Auf dem Zeppelin, da bin ich durch. Ja, nach dem Zeppelin. Den Ring-Checkpoint meine ich. Den habe ich auch mitgenommen. Hä? Warte mal. 1, 2, seid ihr nach dem Respawn-Checkpoint, seid ihr da durch das Loch durch? Nein. Ja, dann das. Da musst du geradeaus durch das Loch durch. Nicht da direkt auf den Bumper. Da unten ist ein Checkpoint. Kannst du nochmal sagen, bei welchem, wenn wir da sind? Ja, nach dem Checkpoint hier jetzt gleich. Den man respawnt. Scheiße. Ach, hier respawnt man und dann geradeaus. Oh mein Gott, das war jetzt ganz schlecht. Hä? Und jetzt? Durch das Loch, einfach runter. Ja, und da. Ach so. Da ist der Checkpoint. Dann Bumper halt. Achso, da bin ich die ganze Zeit falsch gefahren. Kein Wunder, dass es nicht klappt. Ja, das klar zeigt der Checkpoint in die falsche Richtung. Warum auch nicht? Oh. Nein, aber noch! Ach, das ist keine Map für mich. Jetzt macht der Bumper halt auch Sinn, weißt du? Hat vorher keinen Sinn gemacht. Nein! Nein, was? Jetzt schon jemand im Ziel. Boah, Booster hat gebuggt. Ich bin einfach rückwärts gefahren. Ey, ich war eine Sekunde hinter Ayako. Ich hätte ihn vielleicht noch geschlagen und jetzt. Ja, sick Ayako. Nice Timer. Ich war direkt neben dem. Ich bin 18 damit 18 Sekunden hin. Ey, was ist das denn? Alles auf der Map ist so random und dann ein ganz normaler Nadeo-Block, der ist dann verbuggt. Scheiße, Mann, ich hab's nicht geschafft zu finishen. So viele Punkte verloren wieder. Ja, ich hätte nur finishen müssen, hätte noch 8 Punkte gemacht. Ich dachte halt erst, dass bei dem Loch, was du uns gesagt hast, Klaus, dass man einfach reintroppen muss und dann nochmal respawnt. Aber ja. Ich dachte, das ist einfach so ein Ring-CP, den du halt noch nehmen musst. Ich bin halt nach dem ersten Ring-CP mit dem Zeppelin. Da habe ich es geschafft, First Try nicht durchzubacken. Und in der Transition danach habe ich mich aufs Dach gelegt. Und dann musste ich nochmal vor diesem Zeppelin-Ring-CP respawnen und das nochmal machen. Dann hat es natürlich nicht geklappt. Da war es so viel Zeit verloren. Die sieht eigentlich ganz geil aus. Fuck. Da und. Da, da, da. Okay, die könnte sogar ganz nice sein, die Map. Bis an einer Stelle raff ich gerade nicht, was man machen muss. Den Checkpoint oder so? Nee. Doch, muss ich fragen. Ja. Boah, die ist ja mega bumpy, die Rampe.
Ich krieg's halt fast perfekt auf die Art und Weise, wie ich's halt reingefahren bin. Macht man's, wenn man nur um den Pol fährt? Ja. Ich hab so das typische also Warm-Up. Der muss so hochspringen. Hä? Diese Transition da ist immer grässlich. Ja, ja geil. Hier hin? Hallo. Oh, kann ich mal bitte den Start schaffen? Ich habe immer noch nicht den Start geschafft. Ich würde gerne mal den Rest von der Map sehen. Hä? Ich schaff's einfach. Ich weiß auch nicht, ob das hier korrekt ist. Wo muss man denn nach diesem ganzen Magnet-Zeug hin, wo dann die große Rampe ist? Ach, da. Dann nach rechts springen oder nicht? Ja. Boah, das ist aber knapp der Start, ey. Hä? Was ist von dem hier jetzt? Ist auch ein Quarterpipe-Sprung? Ja. Was schwimmst? Hä? Ach, oh, was ist das denn? Du bist. Boah. Okay. Wow. Das ist schwierig. Ganz toll gebaut. Ach, Orkless Yannix. Das ist ja voll schwer. Boah. Das direkt zu bekommen. Ich dachte eigentlich, die Map ist ganz einfach, aber. Ach man, ach so. Oh Leute, das ist ja wirklich mega schwer. Aber wenn wir es ja schnell bauen möchten, ne? So. Ja, aber die Rampe ist halt wieder so mega buggy, bumpy. Okay, ich hab's. Oh, die Frage mit dem Start und dieses Magnet-Zeug. Musste man da durch das Loch durch? Ah, jetzt hab ich's. Was? Ich denke mal ja. Ja, Magnet, ja, durch das Loch so ganz langsam durch. Ja, du kommst nicht vorbei. Ja. Geht nicht. Oh, weit ist gleich Kakuwin. Ich hoffe, ich schaffe den Start. Nein, ich eck an. Oh. Mann, geeckt. Nicht zu früh ab. Jetzt schaffe ich den Walljump nicht. Ja, geil. Warum ist denn der scheiß Start so knapp, ey? So bumpy, alles, ey. Das war natürlich scheiße langsam. Ja, geil. Ich habe jetzt den Start geschafft nach 30 Sekunden. Erst gleich finishen. 124. Ende ganz gut hinbekommen, mal sehen. Oh, ja. Da hab ich nicht alle überholt. Boah, ich bin auch von 22 auf 7. Nach dem Start war ich irgendwie 30. oder so. Und jetzt bei der Hälfte mit ungefähr. Salus! Hi! Danke, danke! Ja, ich komme wenigstens noch ins Ziel, aber. Alter, ja, viermal respawn musste ich am Start. Ich bin trotzdem noch 50. Hast du auch 50 Punkte davor gehabt? Hätte klar, hätte einfach gar nicht erst versuchen sollen, vor der Wand noch rumzufahren. Ich bin durch das Loch nicht durchgekommen. Also, ich dachte mir, es ist besser, vielleicht nicht Vollgas gegenzufahren. Weil im Warm-Up hat zwar geklappt, aber dann dachte ich mir, das war bestimmt Glück. Und man Vollgas fliegt vielleicht weg von dem Magnet, wenn man da Vollgas so. Und dann dachte ich mir, ich mach das langsam. Und dann stand ich davor für 2 Sekunden oder so. Und dann plötzlich fährt das Auto drüber. Aber ich stand ja, erst mal. So habe ich das auch gemacht. Ja, aber so lange rumzustehen, das kam mir dann doch. Ich dachte jetzt, das geht nicht anders. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass das Pullspeed klappen könnte. Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich es dann nicht gemacht. Fuck. Ja, oh, das ist ja nichts hier. Das ist genau doppelt so viele Punkte wie ich. Also. Okay. Warte, also, wo ist das Ziel? Ja, unten. Auf dem Boden, alles. Okay, der Start ist schon mal einfach. Ja, ich bin gegen das Bugslide. Du bist einfach vor rechts. Rechts. Ja, ja. Oh. Ja. Ich einfach nur noch rechts. Oh ja. Gott. Vorwärts rechts und dann halt Bugslide, wenn du durchgepackt bist. Was ist das denn? So an der Kante ab. Boah. Oh. Okay, das ist jetzt toll. Da muss man sich merken, welcher von denen das ist. Ja, ich hab ein Ziel verpasst. Ich hab eine Sekunde am Ziel verloren. Oh Gott. Okay, der Start klappt ganz gut. Bei dem ersten Mecken muss man so runterbremsen.
was eine Zeit. Zum Warm-up hau ich wieder richtig raus. Oh, ich konnte klappt es bestimmt wieder nicht. Scheiße. Oh, kann das jetzt bitte klappen? Da kann ich richtig gute Punkte machen. Hä? Ich hab den. Oh, ich hab einen Moonjump bekommen, ja geil. Oh. Sonst ist das ein Mega-Run hier bei mir. War halt einen Moonjump gehabt. Ja! Oh, ich hab ein Ziel getroffen. Was plus Vierter. Das war eigentlich ein richtig guter Run. Für erster Platz. Fuck. Immerhin habe ich wohl ein Ziel getroffen. Ja, bin ich auch ganz froh drüber. Ja, sieht man schon. Von oben. Da musst du bloß ein bisschen links abspringen, so. Ja, habe ich auch gemacht. Weil das ist halt ein so ein Fleck, wo alle hintroppen, wenn man halt geradeaus fährt, das ist halt kein Ziel. Das ja, ich bin auch voll nach links, weil da sind auch eigentlich noch nur extra Ziele, die man ein bisschen früher treffen könnte. Ach, die hab ich gar nicht gesehen. Das wäre natürlich lucky. Ohne den Moonjump wäre das so gut gewesen. Ich hab die echt alle sowas von schnell getroffen. Ich bin am letzten CP hängen geblieben, musste darin respawnen. Da war ich dann in den 10 Punkte Ranges. Ja, ja, der letzte da mit diesen Transitions und so, da habe ich es halt gewonnen. Weil das war komplett Full Speed durch. Richtig viel Speed. Ach du Scheiße. Oh. Ja, das ist aus dem Thumbnail für den, für das Cup Announcement. Ja. Oh. Das? Nee, man fährt einfach nur eine Runde. Eine? Ja, ja, also zwei. Geht halt irgendwie eins. Boah, hier muss der. Ja, einfach voll Bremse halten. Ach so. Boah, ja, da geht's. Boah, und da geht's halt dann wieder hoch. Boah. Der hier hoch ist echt unschön. Wo ist das nächste Checkpoint? Das nächste Checkpoint. Ich glaube, ich treffe einfach alle. Aber man fährt wenigstens immerhin fast die ganze Zeit so eine konstante Linie, sage ich mal. Das ist so scheiße zu fahren, ey. Weil welchen Checkpoint muss ich jetzt? Ja, toll, jetzt bin ich falsch gefahren. Hier lang oder was? Ja, du musst dann ziemlich stark in die Mitte oder zum Ende. Ja, wo ist es hier? Ja. Hey, ich weiß nicht mehr, wo ich lang fahren muss. Bin ich denn jetzt? Den hab ich. Ja, und wo muss ich dann hin? Ach so, man muss voll nach rechts. Oh. Und hier ist es hier, okay. Hier lässt sich theoretisch was machen. Ja, das ist da oben dann. Das ist echt unschön, ey. Die Map ist unschön. Ich weiß halt nicht, wie schnell ich fahren kann, ohne halt quasi den Mecke zu verlieren. Oh, das ist das Ziel. Aber ich weiß nicht, ob ich finish. Ich glaube, die Landungen sind halt auch eher so das Wichtige noch. Nee. Ich mache einen Airbrake bei jedem Sprung. Ja. Boah, komm, ist los. Oh, ich bin so richtig seitwärts so, gekommen. Das ist so ein Müll, ey. Wow, das war erster? Krass. Okay. Das heißt, ich kann es schaffen. Theoretisch. Okay, ich glaube, so langsam verstehe ich, was überhaupt hier passiert auf der Map. Da, wo man halt so seitwärts drüber fahren muss, da wird es dann halt schwierig. Mhm. Ach so, das habe ich dann auch verpasst hier. Ach. Sonst ergibt das mehr Sinn. Und CP verpasst. Ach komm, leck mich am Arsch. Oh, ich bin so mega seitwärts gekommen. Und noch einfach. Ach komm. Das ist so lächerlich. Mann, das ist doch dumm. Boah. Ich war gerade mega risky das ganze Ende. Nein! Ich muss Nein! Oh, ich bin. Ey, diese Flex, ich hasse sie. Letzter! Bei dem allerletzten habe ich so einen mega Pull bekommen. Oh. Fuck. Ich bin innen an dem Kack-ESL-Block, am allerletzten CP hängen geblieben. Weil diese hässlichen Zwischenstangen noch sind.
Oh, also man kriegt nur einen Punkt für diese Platzierung? War 13. Mann. Das verstehe ich immer nicht bei dem Punktesystem. 8 Punkte, ja. Wie kann man denn da nur einen Punkt kriegen? Immer hintereinander, Marius. Oh, das war richtig unnötig. Auch, dass ich zweimal respawnen musste. Trotzdem noch 17. bin. Ja, ich habe am Ende dann auch respawnen müssen, weil ich habe das Ende ja auch. Ich habe die Map überhaupt gar nicht verstanden im Warm-Up. Ich hätte auch erst die Kamera 7 nutzen sollen, um dahinter zu kommen. Ich bin halt am Start losgefahren und sah den Checkpoint direkt rechts vom Start und dachte mir, das ist der erste. Ja, und dann dachte ich, wo geht's denn der zweite hin? Und dann war das so ein reines Durcheinander. Dann hatte ich plötzlich zwei Checkpoints, links und rechts, und musste ich mich entscheiden. Und, Oh Gott. Natürlich interessant aus. Okay. Gott. Ach, nach rechts, okay. What the fuck? Ich ist ja maximal verwirrt. Ich hoffe, das ist schon zügig. Oh ja, geiler Newsletter. Hab ich auch maximal verkannt. Boah, muss auf jeden Fall nach rechts, das hab ich schon gesehen. Oh mein Gott, was war das denn? Oh! Hier muss man jetzt rechts fahren. Hm, was auf jeden Fall. Jetzt klappt alles halbwegs gut, ja. Hä? Oh, ich sehe ja gar nichts tun. Boah, ich hab da einen Roof hin gemacht an der Kante. Was jetzt hier einfach press forward oder was? Fucking one. Was okay. Macht man denn da am Ende, wenn man das normal fährt? Ich hab da eine Kante berührt und was hast du denn Ziel. Gemacht? Ach, der Ziel, okay. Ist da kein Checkpoint? Oh. Ich glaube, die Zeit werde ich glaube ich nicht schlagen. Ja, ich meine der ganze Start. Gibt's hier nirgendwo einen Checkpoint? Doch. Also, es gibt einen Checkpoint da. Ja, ja, klar. An dem habe ich jetzt gespawnt und habe mich gewundert. Ach so, aber kann man das nicht cutten? Die Map hat allgemein nur zwei Checkpoints, ja. Man könnte halt diesen ganzen Castle-Part cutten und dann... Aber... Hm. Ich dachte mir, ach, ich respawne mal, weil ich jetzt so auf dem Dach gelandet bin. Ah, ne, muss man nicht unbedingt, aber ist halt... Kacke. Ob das schneller ist? Also ich denke schon, dass es schneller ist, aber... Ja. Hat man dann auch genug Speed, um sicher den Overworld da zu schaffen, bevor man in den Underground fährt, quasi? Sicherlich. Oder man fährt gleich. Frage, wo ist der zweite Checkpoint? Wo ist der zweite Checkpoint? Hier unten, unter der Map. Ja, ich weiß halt nie, wie man über diese fucking Banden da drüber kommt. Ja, man könnte auch einfach. Man kann auch von der Seite dann rein. Ich würde einfach. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß nicht, ob ich das probieren soll. Weil ich vorstelle, dass es überhaupt nicht funktioniert. Oder? Ich werde safen. Ich probiere es einfach, YOLO. Ich werde wahrscheinlich auf der Map sowieso keine gute Position bekommen, wenn ich nochmal fahre, von daher. Ja, das... Okay, das hat schon mal richtig gut funktioniert. Ja, das hat jetzt gar nicht funktioniert. Och man, das war das einzige Random-Part auf der Map. Ja! Nein! Alter, das ist so super. Nein! Oh! Es war so perfekt, was? Also ich habe so viele Bugs hier jetzt bekommen. Wie viel hat mich das alles gekostet? Ja. Ich hätte die vielleicht auch gewinnen können. Ich fühlte mich ja eigentlich ganz gut, aber ja, das wird das Gegenteil. Oh, es war so perfekt, ne? Ich habe halt noch mit meiner Front dann oben diese. Ich dachte halt echt, dass ich das jetzt kriegen könnte, aber nee. Also. Absolut bescheuert. Ich bin bei diesem Sprung in den Tunnel halt dann auf dem Dach gelandet. Es hat sich halt umgedreht. Ich habe dann mich enttürtelt, aber mit all meinem Turtle-Skill, den ich da noch gefunden habe. Und ja. Ja, ich habe es halt nicht geschafft, weil instant im Dead Turtle. Also da sind ja so 5 Sprünge oder so zwischen Checkpoint 1 und Checkpoint 2. Vor jedem habe ich jedes Mal einen Slowdown bekommen. Irgendwie, auf irgendeine Weise. Ich habe dann jeden gerade so nicht geschafft. Ich habe die Sprünge nach dem ersten Checkpoint, habe ich im Warm-Up immer geschafft. Und jetzt ging es natürlich nicht. Jetzt bin ich dann irgendeine niedrigere Route gefahren, um dann mich wieder oben durchzupacken. Und ja, da war es schon verloren, aber dann danach sich aufs Dach zu drehen, ich bin so gerade gewesen, so gerade. Und dann entscheidet sich das Auto, naja, ich drehe dich trotzdem. Der eine Typ da hat richtig gut, oder was? Geil.
Okay. Das sieht eher nicht so toll aus. Musst du auf jeden Fall ziemlich direkt ins Ziel rein, bin ich mir sicher. Frag mich, ob die Backbooster irgendwie eine Wirkung haben. Also, man hatte erstmal davon schon kein Glück. Was? Wie soll das denn funktionieren? Hä? Zur Not immer backwards. Schaff's nicht. Ich fahr weg, ich fahr rückwärts. Hä? Ist rückwärts einfach? Also mein Auto macht halt gar nichts. Meins auch nicht. Fahr schon wirklich, also ich kann nicht langsamer fahren. Ja. Ah, ich merke auch, was ihr meint. Das ist komisch, aber warum lenkt das nicht? Ich habe mich jetzt vorwärts gedreht für den Bumpersprung, aber. Also mein Auto kommt nicht mal fährt zum auch Bumper. Überhaupt nicht. Ja, meins auch nicht. Bist du jetzt rückwärts? Aber rückwärts funktioniert das genauso nicht. Ja. Hä? So muss man Mindestgeschwindigkeit haben oder so. Einfach Fullspeed fahren oder so bringt auch nichts. Hä? Das ist komplett Eis. Man kann sich überhaupt nicht bewegen. Hä? Kann nichts machen. Was macht man denn? Ich meine, ich komme vom Startblock noch nicht mal runter. Ich auch nicht. Ich hab's jetzt geschafft, ich bin jetzt seitwärts auf den Bumper gefahren, auf den Booster und komplett gewartet, bis ich stehen geblieben bin. Jetzt kann man fahren, aber es ist halt, fährst halt mit 10 km/h. Dann musst du halt irgendwie den Bumper, ich bin jetzt gerade beim Bumper, mal gucken. Boah, man braucht sogar Speed. Also 10 km/h also, ist bei mir jetzt viel zu schnell, das macht nix. Ich bin jetzt seitwärts, also einfach seitwärts auf den Booster, warten bis du stehen bleibst. Hoffe, dass das, und einfach hoffen, dass das passiert, bevor du runterfällst. Und dann wirklich erst, wenn du kommst, stehen geblieben bist, losfahren. Aber allein schon seitwärts auf den Booster zu kommen, ist gar nicht so einfach. Ja, verkackt, toll. Musst halt perfekt 90 Grad sein, damit du in irgendeine Richtung fliegst. Ja, das ist. Macht keinen Sinn. Selbst wenn du irgendwie 3, 4 km/h oder so, das funktioniert ja nichts. Jetzt habe ich es geschafft. Aber der ist halt jetzt schon im Ziel, das ist halt kacke. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich habe es endlich sehr gesaved. 9. Aber wie schaffe ich jetzt den scheiß Sprung darüber? Ich. Boah, war so knapp. Nein! Ja, ich werde direkt hier dann stehen. Oder? Ich bin noch gefinisht. 6 Punkte. Mädchen going forward. Der Rückwärts hat auch nicht funktioniert. Na, für mich schon. Oh. Ich hätte es halt geschafft, aber ich bin am Ende zu weit innen gefahren. Bin halt mit einem Rad von der Kante runter und bei dem scheiß No Clip kommst du halt nicht mehr hoch. Ich habe auch backwards probiert und das hat auch nichts gemacht. Ich war halt nur unsicher mit dem Ende, weil ich im Warm-up dann bei dem letzten Sprung gelandet bin und dann da einfach nur hintergerutscht bin und nicht mehr anhalten konnte. Eine No-Clip-Map, Alter. Das ist wirklich der normale No-Clip ist das okay. Nee, ich mag eigentlich No-Clip, aber das hat ja. Wirklich jede Map, wo die irgendwie auf einen No-Clip-Part ankam, war ich schlecht drin. Das hat schon damals bei der TMGL-Map angefangen. Auch beim Duo Cup mit Abstand meine schlechteste Map. Ich habe halt keine Ahnung, wie man das richtig fährt. Ich will es auch gar nicht lernen, weil es mich einfach nur nervt. Für einen Cerato Cup. Warum ist man so langsam? Ja, es wundert mich auch. Hä? Ist das keine Straße hier? Ist das irgendwie Dirt oder so? Aber würde man das doch nicht hören? Alter, man ist es ja. Es ist irgendwas anders. Ah, das ist ja. Vielleicht ist das Precision Map mit Lenkrad. Bei Clipping die Randstein. Das ja, wirklich. Ach so, wahrscheinlich, weil der Randstein ein bisschen höher ist.
zwar irgendwie schneller, aber... Ja, doch nicht konstant. Aber ja, kann man genauso wenig lenken. Es ist genau wie die letzte Map. Boring Map, lol, ja. Ja, finde ich auch. Es halt, hätte sich einfach normaler Dings sein können. Also normale Straße. Hätte ich auch Bock drauf gehabt, weil es sieht eigentlich ganz nett aus dem. Ja, Bock hätte ich nicht drauf gehabt, aber mehr als auf das. Manchmal kriegt man plötzlich Grip und dann ja, bin ich sofort in der Wand. Ja. Weil der Randstein halt höher ist wahrscheinlich. Geil. 1,37. Kann man halt echt einen mega Speedboost bekommen, wenn man halt lucky ist. Das war nicht konstant, ne? Anfangs war ich so einfach. Oh! Man kann die ganzen coolen Map Full Speed fahren. Bin mir ziemlich sicher. Was, wie? Man hat Full Grip, aber nur wenn man mit beiden Rädern auf dem Randstein ist. Man kann nicht einfach so seitwärts. Ich habe Autos angemacht und ich führe. Ich bin Kilometer hinter allen. Ich bin hier mit Ins. Das war so geil mit Ins. Du bist instant so schnell! Wo bleibt der Grip? Man, ich hab die Kurve eben komplett. Das macht er ja gut. Gefahren. Okay, jetzt hab ich's. Ich verstehe überhaupt nicht, was er macht. Ich bin so weit hinten. Ist nicht. So eine Dreckserfindung, dieser Block. Das ist echt eine Physik für dich selber, what the fuck. Ja, und jetzt habe ich halt in der letzten Kurve nichts bekommen und ich habe alle Plätze verloren. Ich war Erster von der letzten Kurve. Wie seid ihr denn so schnell? Ich komme halt nicht mal ins Ziel. Und ich habe keinen Crash gebaut. Ist gar nicht. 3 Punkte. Ich lag in Führung, ich habe Autos angemacht, ich lag vorne am Start. Ich habe da niemanden gesehen. Ich lag auch vorne am Ende. Aber was macht ihr denn? In der letzten Kurve hat mich einfach jeder überholt. Okay. GP2 Engine, GP2, ja, das passt. What the fuck, ey. Verstehst du überhaupt nicht. Das ist halt wirklich, da musst du den Trick verstehen. Ich hab am Anfang, hab ich halt Speedboosts bekommen, irgendwie jedes Mal so automatisch, einfach nur über die, bei den Schikanen, so über die Ecken gefahren und plötzlich, boom. Aber ich hab's nicht verstanden und in den ganzen letzten Kurven, keine Ahnung. Und vor allen Dingen ecke ich immer in den Kurven an, weil irgendwann plötzlich der Grip kommt und dann bin ich in der Wand. Sofort. Kann ich gar nicht verhindern. Darfst du nicht so viel lenken, wenn du auf dem Randstein bist. Ja, ich habe ja die ganze Zeit im selben gleich stark gelenkt. Ne? Aber ja, man konnte halt die ganze Map, oder jedenfalls diese langen Kurven, halt komplett mit Grip fahren. Aber wie denn? So, als wäre das eine normale Map. Aber halt wie? Keine Ahnung. Es hat halt manchmal geklappt, manchmal nicht. Überhaupt nicht konstant. Wäre sogar halbwegs normal aus. Ach, mein Auto ist gerade schon mal super. Was denn? Boah. Spawn wird gut. Wo? Bei dem einem Object Checkpoint. Okay, geil. Da. Was war das denn? Super ja, ganz tolles Ende. Ja, am Ende irgendwas gehittet hier.
Ja, erstmal durch das, durch diesen Bubble-Block durchgeklebt, ist mit einem komplett stehen geblieben. Keine Ahnung, wie man diesen Start macht. Man muss ja auch erstmal in den Checkpoint reinkommen. Also einfach komplett nehmen und dann respawnen. Also einfach ja, gegen den Pfosten vor. Glaube ich mal. Wirklich gut. Okay. Ich meine, von respawn ist halt sehr schnell. Ah, die Map geht. Da kacke ich wahrscheinlich wieder irgendwas. Musste man am Ende jetzt irgendwie releasen? Ja. Ja. Du betriffst du einfach komplett das Ding. Du willst da hinten langsliden quasi. Ja. Das ist das Einzige, was ich jetzt nämlich nicht kann auf der Map. Ja, das konnte ich jetzt auch nicht mehr testen. Kannst auch nicht testen, aber ich weiß, dass du das machst. Fullspeed klappt auf jeden Fall nicht, das kann ich dir sagen. Ich hoffe, dass mit dem Respawn klappt, das ich hab's nämlich nicht ausprobiert. Ah ja. Einfach Respawn. Ah, okay. Der hat schon zwei. Nice. Oh, Palme getroffen. Oh, ich war Dritter. Bitte nicht komplett stehen bleiben oder so. Okay, Dritter. Ja, ich hab viel zu viel Release, also viel zu viel Release am Ende. Bin ich mal hinten langgesliden, ich bin einfach nur straight runtergefallen, weil ich so viel gebremst hab. Langsliden? Ja, an der Wand hinten, an dem Dach. Das meint Tanavi. Ich weil entweder man klatscht halt viel vorher. Ja, ich bin auch einfach runtergekloppt, aber ich habe noch eins von den Zielen in der Luft bekommen da. Ich meine, ich fand meine Runde ziemlich gut, ich werde da schon viel verloren haben. Nee, ich fand meine eigentlich auch. Ich wäre Dritter gewesen, ziemlich sicher, wäre ich da in der Palme nicht angeeckt. Ah, oh, jetzt bin ich wieder Seite 1, das ist schon mal gut. Ich habe seit Ewigkeiten jetzt nicht mehr gepunktet. Am Anfang lief es so gut. Ich hatte irgendwie 120 Punkte oder so nach 6 Maps oder sowas. Oder mehr. Was für nur Zweiter. Seitdem habe ich irgendwie nur ein Drittel der Punkte gemacht, weil die ganzen Maps jetzt scheiße waren. Was ist denn der Stadt? Ja, ich hab ja 100% Punkteausbeute auch mal gehabt in diesem Shitfest. Und jetzt? Was ist das denn? Oh. Ja, also, ja, in der gleichen Anzahl an Maps habe ich nur ein Drittel der Punkte gemacht, wie am Anfang. Das Ende. Wäre richtig voll aus. Oh. Kann man immer haben. Boah, müssen wir so langsam fahren? Oh, ich verpasst einen Checkpoint am Start nicht. Ne. Boah, das ist ja komplett blind. Was ist das denn für ein Respawn? Ah, man muss da respawn am Ende. Okay, ich hab irgendeinen Checkpoint verpasst. Ah, ja, das Respawn am Ende, ja. Ja. Dann muss man. Was muss man dann machen? Was ist das denn für eine Scheißkante da, ey? Man kann auf jeden Fall über die Wand am Ende. Wenn man keinen Airbreak macht, wenn man da rausklitscht aus dem Berg, dann halt so über die Wand. Das bin halt viel schneller. Soll auch erstmal klappen. Ja, muss man wahrscheinlich machen, ne? Ja. Denke ich auch. Boah. Aber man kann auch außen rum das dann. Okay, es ist aber nicht so. Irgendwelche schwer. Leute werden es halt machen, ne? Und ja, ich halt mach's auch. Hier. Ich mach's. Kriegst halt keine Punkte. Also so schwer ist das nicht eigentlich. Ja. Bloß am Anfang jetzt nicht verkackt. Also, wow. Das konnte ja nicht schlechter bei mir laufen. Ah ja, ich will jetzt nicht so gut machen. Boah, ja, mega der Slowdown. Holy shit. Ich bin scheiße, auf dem Dach. Ah, 7. Ach, was war das denn? Ich bin raus. Ja, jetzt so perfekt. Ja, jetzt kann ich auch so fahren. Ja, toll, ey. Frag ich mich natürlich, was für eine Position hätte man gehabt, wenn man einfach normal gefinisht wäre. Keine wirklich gute, das haben viele gemacht. Nein, ich meine, wenn ich jetzt auch mit 2 Sekunden Abstand den Cut geschafft hätte. Ach so, also ich hab's richtig schlecht bekommen, ich bin einfach komplett hängen geblieben. Ja, ich auch, und dann hat's mich aufs Dach gedreht. Nach dem Respawn bin ich null hängen geblieben. Bin ich einfach über die Bande, butsch, direkt ins Ziel. Ja. Bin halt wahrscheinlich auf dem Randstein gelandet, war dann halt noch mit 2 Rädern auf der Bande zum Glück und musste dann erstmal
Speedrun. War so langsam. Ich hab's halt auch nicht testen können, nochmal Warm-Ups. War direkt davor vorbei. Oh nee. Kann ich jetzt mal endlich eine gute Map kommen? Also die ist es auf jeden Fall nicht. Ich komm jetzt nicht mehr so. Ich muss diesen einen Typen da noch einholen. Oh nee. Der mich halt in diesen ganzen Scheiß-Maps halt überholt, weil ich keine Punkte mache. Kann man doch safe so ein richtig. Dann hat das verdient, weil es ist ja das Shitfest. 19 Punkte. Noch zwei Maps. Also das ist bestimmt nicht deine Map, Lars. Oh, das sieht aber eigentlich nett aus. Außer man muss es halt so direkt schaffen. Aber man kann doch bestimmt ein Bugslide auf dem zweiten machen und dann halt irgendwie viel. Und halt bloß wissen, wann. Ja. Okay, interessant. Das ist jetzt schon wieder. Ja. Muss echt lange warten. Hä? Sagt halt auch wieder nicht, dass es man ihn Dope-Whip hat. Das ist ja immer so das Komische. Boah. Ist ja gar nicht so einfach, auf die zweite Wand, auf die nächste Wand dann drauf zu kommen. Oh Gott. Oh, das Ziel. Hä? Ich hab grad mega den Speed bekommen. Ja, ist also auf der Kante, ne? Ja, genau. Geil. Also auf der Kante fahren, das klappt auf jeden Fall gut. Nur das mal mit zwei Rädern drauf. Kann man auf jeden Fall erstmal gut Speed. Oh Gott. Ja, komm. So eine schöne Map sein können. Der No-Grip macht's kaputt. Hallo? Ja, das jetzt klappt nicht mehr auch ungefähr. Safe, nicht bei mir. Aber es klappt generell nie bei mir. Aber 20 Sekunden machbar ist bis jetzt. Ja. Weiß nicht, wie viel Boost man am Anfang nehmen sollte. Gogo. Habe ich die, krieg ich diesmal keinen Freeze. Ah! Was? Mach! Boah! Das ist so verbuggt, ey, wieder. Scheiße! Ich hab halt jetzt keine Chance. Scheiße, Mann. Ah, oh, was war das denn? Was gut. Ich hab da halt so 5 Sekunden verloren oder so. Ja, Mann, das ist schon wieder, ey. Ah. Der hätte jetzt auch nicht gepunktet, Mann. Er kann sie immer noch gewinnen. So Bug, der mich genau das, den Abstand zum ersten Platz kostet. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich hatte jetzt Crit auf dem letzten. Ich hatte jetzt voll Crit plötzlich. Oh, ich habe den 89. Loke. Manchmal ist es aber auch lucky mit dem Crit irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt sind wir punktgleich, Marius. Alter, in den letzten 8 Maps habe ich 40 Punkte gemacht oder so. Auf der ersten Map war es doch so einfach. Habe ich einfach gewonnen. Mit so einer ganz langweiligen Runde. War das jetzt schon. Ist das jetzt schon die letzte Map? Oder kommt noch eine danach? Ich meine, wenn er keine Punkte gemacht hat, ist es ja gut für dich, weil dann kannst du sogar immer noch gewinnen. Ja, ich meine, dann wäre es praktisch überhaupt gewesen, hätte ich. Primus Lord. Dann wäre ich vor ihm. Wo ist denn der Start? Irgendwo, wo was Grünes ist. Ach. Ja, kaum was Grünes. Ja, ist unter der Map. Wird Lars wieder ganz am Ende snipen? Oder beziehungsweise nicht gesniped werden? Oh, da gibt's einen Cut. Oh. Mit aus dem Magnet raus. Die Frage, wie man das machen. Welche Magnet? Also. Den zweiten Magnet. Also dieser Straßen-Magnet quasi. Ja, ja. Da kannst du halt nicht da die Transition machen, sondern hier unten raus. Kleiner mal angucken, ich will erstmal ins Telefon. Was? Was ist das denn für ein Respawn hier? Ja, hä? Ist mir auch passiert. Ja. Wieso? Was ist da? Fuck off, Alter. Oh. Hä? Jetzt weiß ich, welcher Respawn. Oh, das ist ja mega umständlich. Scheiße.
Das ist mir jetzt Whisky, der andere Hallo, Weg ist einfach mit... normal. Oh. Jedes Mal, wenn man sich durch irgendwas durchbacken muss, flippe ich einfach komplett aufs Dach. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin einfach komplett zerstört jedes Mal. Wie viele Checkpoints hat die Map? Ah, hier könnte man aber cutten. Man könnte direkt auf die Zeppelin runterspringen. Ich weiß gar nicht wohin. Ach, was ist das? Autos an, wo sollten denn eigentlich die Checkpoints sein? Am Ende sind drei. Okay. Ja, okay. Das ich hab einen Plan. Was ist denn das hier auch wieder für ein Respawn? What the was? Der, wo man dann umdrehen muss, der wird CP. Sag mal. Ja. Ja, der ist toll, ne? Alter. Sag mal, ich verfolge jemanden, weil ich denke, nice, jemand zeigt mir endlich den Weg. Und das, nein, tut er nicht. Das, er hat mich einfach irgendwo hingeführt, habe halt alle Zeit der Welt verloren, weil ich ihn verfolgt habe. Ey, ich kann ja nicht mal hier normal fahren. Okay, ich hab nen Cut. Gucken, ob der klappt. So, also da muss man raus und dann jetzt einfach hier. Dude, das ist doch so blöd. Nein, ich komme gar nicht hier zu. Also, was sind denn das für Respawns? Die Respawns sind alle scheiße. Am besten einfach nicht respawnen. Ja. Einfach auf dem Boden weiterfahren. Ja. Oh, was ist das denn hier auf dem Film? Pipe. Da. Okay, den Cut versuche ich. Ich hoffe, der klappt ja. Da und dann ist da ein Checkpoint. Ach so, dass man hier direkt. Ach so. Oh, was ist denn das für ein Respawn? Ja, halt direkt. Ich habe jetzt. Da ist das Ende noch nie gemacht. Das Ende noch nie gefahren. Das ja, es wäre auch schlecht, wenn du jetzt einen Cutter probierst, weil. Eigentlich müsste man doch geskippt werden, oder? Da wurden neue Leute ins Ziel gekommen. Ja, der Cut ist einfach nur, man, der ist halt blind, deswegen könnte Marius jetzt nicht machen. Echt? Naja, aber so blind ist er jetzt auch nicht. Ja, hier den Sprung hier. Und mich legt's aufs Dach. Und jetzt. Oh, ich hab ihn geschafft. Ach komm, das ist doch. Ey, dieser Respawn, was soll denn das? Das ist nicht dein Ernst. Ja, man kann halt nicht respawnen hier, ich komm nicht mehr raus. Ach, was ist das denn für ein Ziel? Geil. Also, ich meine, erster Platz wäre jetzt einfach gewesen. Ey, wie macht man denn den Respawn hier? Sagen. Komm hier nicht raus? Also, das ist am Ende auch nochmal Magnet ist, ey, was? Ja, jetzt back ich nach unten durch. Ich komm, ja, toller Respawn, ey. Das Problem war nach der Castle. Ich wusste, da waren zwei Pipes und irgendeine war weiter links und ich hab sie nicht gesehen und ich dachte, oh, ich bin bestimmt zu weit rechts, hab gebremst. Ich war zu weit rechts. Da bin ich über die Plattform, über die Kante gefahren, aber weil es Magnet ist, war ich dann hinten an der Plattform dran und bin dann rückwärts wieder zurück auf die Plattform. Um dann auf die Pipe zu kommen. Aber das Ende war natürlich nochmal RIP. Da bin ich daneben zwischen den Zielen natürlich gelandet, ne? In dieser kleinen Kuhle. Oh, habe ich nee, wieder perfekt hinbekommen. Das schon sehe. Ah, oh, das wäre ja generell so viel mehr heute wieder möglich gewesen. Muss irgendwie 15 Punkte machen oder so über ihn. Ja, halt viele Punkte hat er. Du hast ja jetzt 10 oder so aufgeholt. Das war eigentlich nicht schlecht. Nein, 7. Ja. Das ist nochmal 12. Okay, jetzt sind 12. Das ist beide auf Seite 2, Marius. Was? Ich bin auf Seite 2? Ja. Es war doch mal. Es war, sollte doch. Aber. Winner POV. Ja. Das Ende. Oh, ne? Was ist das denn wieder für ein Ende? Was soll ich da machen? Ja, durchbacken halt. Und dann Ziel treffen. Aber durch den Boden oder was? Ja, na klar. Ja, was? Na klar. Kann man da hoch? Ja. Wahrscheinlich besser, oder? Kann sein. Da braucht man da was. Ja, ich bin anderthalb Sekunden hinten, also da muss ich was Besseres geben. Also vom Respawn aus schon. Was ist das denn für eine Scheiße? Was? Ey. Wenn du jetzt den Shitfest-Cup gewinnst, ist das jetzt überhaupt die letzte? Ja, genau. Wenn du jetzt den Shitfest-Cup gewinnst, dann werde ich dich lackern, dann für eine Zeit. Ganz das wäre dann verdient. Ist ja. Falsch. Nee, kein. Man muss das FS machen, hier am Start, okay, sonst kommt man nicht hoch. Bin nicht toll. Naja, cool gewesen, wenn es irgendwie safe von Respawn wäre, aber ne. Oh, bin ich denn schon eine halbe Sekunde hin? Ja, das ist halt einfach nur Luck, wie man am Ende durchkommt. Ja. Ja, ist das Sinn. Ja, das wird safe nicht klappen, wenn mir sowas klappt nie.
Selbst dann, es werden halt viele Leute schaffen und du sollst dann halt viele Punkte aufholen auf jemanden. Ja, hat jetzt schon vergessen. Ja, komplett hängen. Ist die... Ja, ich lande auf dem Dach. Ja, ich auch. Rutsch ich noch in den Fußbumper? Ja. Aber der macht nichts. Warum macht der nichts? Ich war doch schräg in meinen Rädern. Du, Alter, nie klappt sowas. Ich könnte kotzen. Ja. Und ich hab's auch noch geschafft. Hallo? Boris, warum konnte ich nicht deine Runde haben? Hat das gereicht? Ja. Ja. Easy sogar. Lol. Hallo, wo bin ich denn? Ach, ja, ne. Ist... Ich überhole Yannex, ich überhole Kaku, ich überhole GMJ und werd 8er. Ich werd nur 3er! Naja, punktgleich. Ja, jetzt wird's, hat sich's gerade geändert. Solche Scheiß-Maps heute. Also der Führende hier, ne, der ist einmal in Führung gegangen und dann hat er auch überhaupt nicht mehr gepunktet. Und irgendwie hat's halt gereicht. Es war halt genauso wie ich, nur er hatte dann halt den Puffer. Oh Mann, ey. Ich hasse Shitfest. Das ist so ein scheiß Event, Mann. Achso. Wortwörtlich, ey. Halt immer schlechter. Mein allererstes Shitfest war, glaube ich, mein erstes oder zweites. Das fängt halt auch so gut an. Es lädt dich ein. Es geht mit dir essen gehen, ne, und dann musst du die Rechnung bezahlen.